Hallo, herzlich willkommen. Wir sind hier bei Wizard 101. Mir geht es nicht so gut hier in-game gerade. Aber ich muss jetzt mal einen Angriff starten. Irgendwie komme ich hier nicht zu Potte. Unsere lieben Feuerspeichler-Jungen, die sind ja klein, aber garstig. So, wir könnten jetzt diesen Zauber bitte ein bisschen... Oh, nur 1295 beim letzten Mal. Ah. Das heißt, die werden wahrscheinlich mit dem runden Zauber am Ende gar nicht alle kaputt sein. 1295. Okay. Guck mal hier, die Animation bleibt einfach so stehen. Das sieht voll doof aus. 924. Ja, und da sind die Feuerfallen hinüber. Und es bleibt noch viel Lebensenergie übrig. That is the problem, wisst ihr? So, und jetzt gleich bin ich schon wieder kaputt. Und wenn ich jetzt gleich schon wieder kaputt bin, dann wäre das sehr bedauerlich. Um es mal ganz nett auszudrücken. Komm, hier, hör auf. Jetzt heile ich mich nochmal. Alles nicht so, wie ich mir das hier vorstelle. So, und sollte ich hier kaputt gehen, werde ich die Jungs besiegen, und zwar offscreen. Weil dann haben wir uns das jetzt auch schon oft genug angeguckt. Keine Ahnung, ob ich mir dann Gehilfen hole oder... Ich meine, wenn ich ganz alleine bin, dann kann ich auch hier ewig sitzen und das ausprobieren. Und es rattert nicht eine Folge nach der anderen runter. So, ich habe den runden Zauber nur noch einmal... für die nächste Runde auf die Jungs, und die sind danach... Ah, guck mal, wie wenig die nur noch haben. Oh, der hat aber noch am meisten. Shit. Einmal reicht. Festigen machen. Ja, mal gucken, was passiert. Mist, jetzt hätte ich doch einmal einen Meteor drin haben müssen. Shit, noch ein bisschen mehr und die beiden wären tot. Ach, wie ärgerlich, oder? Greift er mich an, ne? Auch noch mit kritisch, aber geblockt. Widerstehen und minus 20%. Trotzdem, ich bewege mich wieder am Rande des... Todes. Und der hat leider noch so viele Lebenspunkte, die kriege ich nicht besiegt. Ah. Mann. Das ist aber auch alles hier wieder auf... Nein, warum habe ich das jetzt weggeklickt? Ich habe es weggeklickt. Alter. Jetzt fehlen dem noch ein paar Lebenspunkte. Oh, nee, ne? Ich hasse es, wenn die Leute das Wort Alter sagen. Aber in dem Fall kann ich nicht anders. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Es ist so, so knapp. Ich hätte noch eine Klinge mit... Guck mal, hier 18 hat er nur noch, ne? Kann ich doch nichts machen jetzt hier. Naja, wir bleiben mal geschmeidig, ziehen ein bisschen was. Ja, kann ich nichts mit anfangen. Ja, ich bin jetzt gleich tot, ne? 461 Lebenspunkte, damit kann ich gar nichts mehr reißen. Der könnte mich... Ne, in der nächsten Runde kriegt der noch einen Pip dazu. Dann werden die mir wehtun. Es sei denn, ich bekomme jetzt noch einen Satyr. Ich weiß gar nicht, ob ich noch einen auf der Hand habe. Also der nächste Angriff, der von denen kommt, ist mein Todesurteil. Was echt schade wäre. So, ein läppisches kleines Elfchen. Ist nett, aber jetzt auch nicht der Hammer, ne?
einmal noch jetzt Meteor drin haben, weißt du, dann hätte ich was machen können. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe nichts drin, ne? Was mich jetzt hier, komm, weg jetzt damit. Das ist mir auch egal. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Fünf nur noch. Manu! In der nächsten Runde kann ich den Satyr benutzen. Aber ich hangel mich wieder nur noch so von Heilung zu Heilung. Ohne hier was aktiv... Oh, 211 nur noch. Ohne was machen zu können. Ja, guckt euch das an. Ich habe jetzt nichts mehr, außer den Feuerregen. Toll, muss ich das gleich noch offscreen machen. Habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Na gut, was soll's. Was soll's, liebe Leute. Das Problem ist, dass ich jetzt keine einzige Karte mehr habe. Ach Mann, wie ärgerlich das ist. Ich kann jetzt nicht warten, bis ich den Feuerregen zusammen habe. Das dauert ja ewig. Aber welche andere Möglichkeit habe ich? Klar, ich kann jetzt neue Mission machen, ne? Aber da brauche ich ja auch mal mindestens 4 Pips für. Und die da hinten, die sammeln schon wieder ordentlich. Ich meine, die sind zu dritt. Die sind zu dritt und machen starke Angriffe. Guck mal, 2 Pips. Warum kriege ich denn keinen Super-Pip? So viele Runden überlebe ich doch gar nicht mehr. Das ist auch gut, dass ich das nochmal hab. Koloss, Frost, Riese. Kostet mich 7 Pips. Warten wir mal ab. Dumm-di-dumm-di-dumm. Ja, ist klar. Macht noch den dicken Höllifant auf mich. Nicht nett. Gar nicht nett. Ah, ich hatte noch ein Tromschild drauf. Nett. Trotzdem... 365. 56. Ha. Ich dachte, es wird hier so ein locker, leichter, lässiger Kampf. Und dann ist es nicht so. Dann machen mich diese kleinen Drachenbabys fertig. Das hätte ich nicht gedacht. Aber die sollen mich ruhig noch angreifen, solange ich noch wenigstens hier das Festigen um mich rum habe. Durchstochen. Oh, fuck. 837, das ist ja jetzt wohl nicht wahr. Jetzt macht er mich kaputt. Mit dem Elefant noch. Ich muss gleich weinen, Babys. Mann. Oh boah, ich platz gleich aus meiner Pelle raus. Jetzt habe ich auch meine Scheißflaschen leer. So. Tief durchatmen. Wir sehen uns gleich wieder. Es gibt jetzt ein... Nein. Wir gehen jetzt erstmal nach Hause. Füllen die Flaschen auf. Und dann werde ich jetzt offscreen den Kampf machen. Und dann geht es hier aber ganz normal weiter. Ich meine, ich werde diesen Kampf ja gewinnen. Es hat wirklich an einer Klinge jetzt gehapert. Und ich nehme mir dann jetzt offscreen noch einmal Meteor mit ins Deck. Und dann wäre die Sache auch geritzt gewesen. Das ist so ärgerlich.
So, erstmal alle Tränke auffüllen. Zack. Ja, sicher. Noch einfach. So, was haben wir denn jetzt? Das Kartenspiel wieder. Irgendwas war drin, was ich nicht brauchte. Nee, ich brauchte eigentlich alles. Ich brauchte noch einmal Meteor. Ja. Das war es eigentlich schon. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder. Wupp, wupp, habe ich es geschafft. Bin nur gespannt, wie lang ich brauche. Und da bin ich wieder und ich habe es geschafft. Ja, lass mal gerade gucken, was ich bekommen habe. Reif des schlechten Gastgebers. Hört sich ja nicht sehr sympathisch an. Brauche ich nicht. Und Pergament. Ja, geschafft. Ich hatte jetzt natürlich ein bisschen die Karten ein bisschen anders. Mir nochmal Meteorit reingenommen. Noch zweimal Meteorit reingenommen. Huch. Bin ich jetzt gelandet? Hä? Was war das denn jetzt? Hä? Warum bin ich denn jetzt hier gelandet? Das ist ja eigenartig. Wie doof. Na, dann muss ich jetzt den Weg ja zurückwandern. Na, wie gesagt, ne? Und ihr hattet ja gesehen, ich hatte eine Klinge zu wenig drauf und hätte noch einmal Meteorit drin haben müssen, dann hätte ich es auch geschafft. Und das habe ich jetzt so gemacht und dann so nebenbei gemacht. Dann klappt es auch. Wenn ihr das blöd findet, wenn ihr wollt, dass ich jeden Kampf wirklich bis zuletzt durch zelebriere, egal ob ich jetzt 5 Folgen lang denselben Kampf gegen irgendeinen Zwischengegner machen muss, dann sagt mir das, dann mache ich das halt. Aber das ist dann ziemlich langweilig, ehrlich gesagt. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall wieder zu Sir Perry Gilliam meine Questbelohnung abholen. Denn ich glaube, dafür gab es ganz 12.000 Erfahrungspunkte, womit ich dann, ich glaube, in den nächsten Level kommen könnte. Kann aber auch sein, dass noch ein bisschen fehlt. Ich weiß es gerade nicht. Eine glorreiche Geschichte von Klinge und Reißzahn. Du bist wahrlich ein Schüler des legendären Merle Ambrose. Vor vielen Jahren wurde das Schwert der Könige in meine Obhut übergeben. Als dann vor einiger Zeit die Griesgrame mit ihren Überfällen begannen, war ich in großer Sorge um das Schwert. Also vertraute ich es Sir Brennan Onehand an. Er soll sich vor kurzem mit den Rotdorn-Rittern angelegt haben. Besiege einige von ihnen, um mehr zu erfahren. Gut. Vielleicht mache ich das offscreen, denn die Folge ist jetzt auch schon wieder vorbei. Schade, fehlt noch ein kleines bisschen bis zum nächsten Level. Hätte ich gerne in dieser Folge schon gehabt, aber dann ist es halt so, dann nicht. Gut, die werden wir entweder in der nächsten Folge bekämpfen oder wie gesagt, ich mache es tatsächlich mal offscreen. Aber die Folge ist noch nicht ganz vorbei. Ich gucke mal gerade. Vielleicht finde ich ja hier noch... Oh, was haben wir denn hier? Die kennen wir ja nur als Zauber. Und jetzt haben wir die hier als reguläre Gegner. Die sehen ja beeindruckend aus. Oh, noch Mythos. Ich hasse Mythos. So, da gucken wir nämlich mal gerade hier ein bisschen, ob wir hier irgendwas finden, was wir noch einsammeln können. Oder Raben. Oder ein Stück von diesem Teppich. Aber es hieß ja, dieser Teppich wäre bei irgendwem... Irgendwer hätte diesen Teppich abgenommen. Diese Teppichteile. Muss ich jetzt den ganzen Weg zurückgehen. Doof. Den ganzen Weg vor allem. So weit ist es jetzt auch nicht. Aber trotzdem. Ritter der heiligen Worte. Mit dir kann ich nicht sprechen. Kein Geheimnis für mich?
Schade. Werde ich noch herausfinden. Ah, ich kann an dir nicht vorbei. Na gut. Dann werden wir es wohl anders herausfinden. In der nächsten Folge geht es hier weiter. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Und tschüss. Ciao.